Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 26. Spieltag in der Regionalliga Bayern, an dem der SSV Jahn morgen um 14 Uhr bei der Spielvereinigung Bayreuth antreten wird. Bei mir, wie immer, unser Cheftrainer Heiko Herrlich. Und Heiko, auch wie immer, die erste Frage geht natürlich in Richtung Personalsituation. Wir hatten letzte Woche eine sich entspannende Personalsituation. Diese Woche schaut es leider wieder ein bisschen anders aus. Magst du uns einen kurzen Überblick geben, was sich diese Woche getan hat? Ja, Marc Leis hat am Samstag über Bauchschmerzen geklagt und am Sonntag war dann bei unserem Doc, der ihn direkt ins Krankenhaus dann geschickt und da hat man festgestellt, dass er eine Blinddarmentzündung hat und hat nur einen Tag abgewartet und ihn dann am Montag operiert. Die OP ist gut verlaufen, wir haben ihn besucht, er ist mittlerweile sogar schon entlassen. Also da muss man mal abwarten, ich denke mal, dass man da die nächsten 4-5 Wochen abwarten muss, bis die Narbe ordentlich verheilt ist, bevor er wieder voll belastbar ist. Und dann hat sich André Luge am Dienstagvormittag-Training im Muskelfaser zugezogen, einen kleinen. Der Doc hat zwar gemeint, eventuell könnte er am Samstag spielen, aber ich denke, gerade mit der Situation mit Marvin Knoll und so, wollen wir da kein Risiko eingehen. Und ihn für das kommende Wochenende dann schon, dass er am Donnerstag gegen 60 München dann wieder zur Verfügung steht. Und Philipp Wendtke war die erste Woche mehr oder weniger krank, verletzungstechnisch und ist seit gestern wieder im Training. Die Langzeitverletzten sind ohnehin bekannt, brauchen wir jetzt nicht nochmal mehr drauf eingehen. Allgemein, jetzt haben wir einen schönen Sieg erlebt im letzten Spiel, ein klar und deutliches 4:0. Wie ist dein Eindruck? Wie hat sich das auf Selbstvertrauen der Mannschaft und auch auf die Stimmung im Team ausgewirkt jetzt in dieser Woche? Ja, ich denke, die Spieler haben das Lob angenommen, haben das registriert, waren sicherlich entspannter die Woche, haben konzentriert gearbeitet, aber wir wissen alle, die Spieler auch, dass es das nicht gewesen sein kann, dass man weiter das Niveau hochhalten muss und die Spannung hochhalten muss. Es warten schwierige Aufgaben noch vor uns und wir können uns keinen Ausrutscher leisten. Und jetzt mit Bayreuth kommt eine Mannschaft, oder wir spielen bei Bayreuth, kommt eine Mannschaft, die bisher, jetzt ist seit der Winterpause 5 Spiele gemacht hat, davon 3 gewonnen, 1 verloren gegen Nürnberg, zweite Mannschaft, und gegen Fürth, 3 Minuten Verschluss durch den Eckball, den Gegentreffer bekommen hat, also eine sehr gute Bilanz in der Rückrunde hat, taktisch sehr diszipliniert spielt gegen den Ball, also sehr kompakt steht, wo es nicht leicht sein wird, Tormöglichkeiten sich zu erspielen, und es ist eine sehr große Aufgabe und die wollen wir angehen am Samstag. Okay, meine Frage nach dem Gegner hat sich damit quasi erübrigt, ich liefere nur noch ein paar statistische Werte nach. Bayreuth steht momentan am 7. Tabellenplatz, hat 35 Punkte geholt und eine fast komplett ausgeglichene Bilanz von 9 Siegen, 8 Unentschieden und 7 Niederlagen. Ja, wir sind, glaube ich, insofern auch gewarnt, dass wir gegen Bayreuth damals den ersten Punktverlust hinnehmen haben müssen. Genau. Und die haben auch den einen oder anderen Drittliga-erfahrenen Spieler ja auch in ihren Reihen. Das ist sicher kein Gegner, den man unterschätzen darf. Würde damit die Fragestellung an die Journalisten übergeben, wovon wir anfangen. Armin Wolf? Eine Nachfrage zum Philipp Wendtke. Kann er spielen oder wird er dann spielen? Ja, definitiv. Er kann spielen. Dann nochmal zum Sieg gegen Illertissen. Ich habe kurz im Training auch vorbeigeschaut. Mein Eindruck kann natürlich täuschen. Die Mannschaft hat schon ein bisschen befreit oder auch beflügelt gewirkt im Training. Ja, das ist natürlich normal. Man arbeitet die ganze Vorbereitung, hat in der Vorbereitung jetzt nicht unbedingt die Ergebnisse, die wir uns vorgestellt haben. Dann waren die ersten beiden Spiele, weil im ersten Spiel hat man gemerkt, dass es sehr nervös ist. Eine Mannschaft, die schon mal 12 Punkte Vorsprung hatte, die das praktisch komplett hergeschenkt hat. Das ist natürlich, damit muss man erstmal umgehen. Und dann sind 2 Drucksituationen vor Augsburg und vor Illertissen, eine Mannschaft Illertissen, die 8-mal hintereinander nicht verloren hat. Da hat man natürlich erstmal Respekt, das ist vollkommen klar. Und es war einfach wichtig für die Mannschaft zu sehen,
dass sie es können und dass sie in so einem Gegner auch dominieren können und beherrschen können. Bloß, sie weiß natürlich auch, und darauf habe ich gleich dann am Montag und am Dienstag immer wieder darauf hingewiesen, dass man jetzt nicht satt werden darf oder satt sein darf, sondern dass die Gier weiter bestehen bleiben muss. Und das wird jetzt richtungsweisend sein für die Rückrunde, dieses dritte Spiel, dieses erste Auswärtsspiel, weil gerade in der Vorrunde waren es ja gerade die Auswärtsspiele, die praktisch zu der Negativbilanz geführt haben, dass man eben auswärts nicht mehr so konzentriert und vielleicht nicht mehr bereit war, die 100% abzurufen. Und das hat letztendlich zu der Situation geführt, dass der Vorsprung geschmolzen ist. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs sehr gierig sind und sehr hungrig und unbedingt wollen. Das ist ja eine Persönlichkeitseigenschaft, das hat nichts mit Technik, Athletik oder Taktik zu tun, sondern dass die Gier vorhanden ist und dass auch gerade die Spieler, die jetzt eventuell reinkommen, die Uwe Hesse zeigen möchte, dass er Stammspieler eigentlich ist. Danke, Armin. Dann machen wir direkt weiter mit Heinz Gläser und der Bayerischen Zeitung. Es ist, glaube ich, nicht so hoch gewesen, wenn man von den Wochen der Wahrheit spricht, und die sind auch sehr, sehr terminlich vollgepackt. Erstens würden Sie diesen Ausdruck Wochen der Wahrheit, das ist ja auch eine Plattitüde, so stehen lassen, und ist Ihre Mannschaft da auch konditionell auf dem Level schon, so ein Programm aufspielen zu können? Ja, das wird man dann letztendlich sehen, wenn es soweit ist. Ich habe die Überzeugung, dass wir da gut gearbeitet haben in der Vorbereitung, dass wir auch einen breiten Kader haben, dass wir auch Spieler kompensieren können, wenn Verletzungen oder Krankheiten, so wie es jetzt ist, dass wir das kompensieren können. Aber letztendlich wird das die nächsten Spiele natürlich zeigen. Aber ich bin vollkommen recht, das sind jetzt die Wochen der Wahrheit. Man darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Man muss immer hochkonzentriert sein und bereit sein, alles abzurufen. Okay, in zwei Wochen, es ist jetzt schon sehr weit vorausgegriffen, aber trotzdem das nächste ist Auswärtsspiel in Buchbach, wo man ja offensichtlich schon das ganze Dorf Kopf steht, wird ja auch schon werden die Gegner ausgelost für die Playoff-Spiele in der Regionalliga. Ist man da schon mit einem Auge dabei, dass man auch ein bisschen sich umguckt? Also ich meine, was sich bisher so an Gegnern anbietet, ist ja nicht sehr, sondern Zwickau, Oldenburg etc., nicht sehr namhaft bisher. Also schauen Sie schon auf andere Ligen derzeit und interessiert das auch nicht? Also Sie konfrontieren mich jetzt damit das erste Mal. Ich habe das wirklich für mich beiseite geschoben. Ich arbeite eigentlich so, wie ich es von Anfang an gesagt habe, dass ich mich auf die nächste Aufgabe konzentriere. Versuche die Mannschaft und die Spieler auch da mitzunehmen, dass wir jetzt mit unserem ganzen Fokus auf Bayreuth, auf das Bayreuth-Spiel legen. Das ist jetzt für uns die Wahrheit, die Woche der Wahrheit. Und nicht uns mit Eventualitäten beschäftigen, was in Zukunft sein kann. Das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ich möchte wirklich auch den Fokus jetzt auf Bayreuth richten. Es wird eine ganz schwere Aufgabe. Die haben wirklich eine sehr gute Mannschaft und ein paar Einzelspieler wie Makarenko. Und da müssen wir alles bereit sein abzurufen als Mannschaft, um da bestehen zu können. Kann man sagen, dass Sie jetzt nach diesen ersten zwei Spielen schon eine Art Stammelf gefunden haben? Nein, ich will immer den Konkurrenzkampf hochhalten. Man hat zumindest gesehen, dass man in diesen beiden Spielen mit diesen Spielern, dass auf die Verlass ist, dass man ihnen vertrauen kann. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass Spieler wie Hesse, Hofrath, Kurz, dass die auch fähig sind, oder Trettenbach, in die Mannschaft sich sofort zu integrieren und ihre Leistung abzurufen. Ja, George hat mich vergessen. Bezog sich auch, also nicht nur aufs Personal, sondern auch auf die Taktik. Sie haben ja jetzt mit zwei Stürmern immer agiert. Wenn ich es recht gelesen habe, ist Bayreuth die Mannschaft, also die andere Seite des Feldes, die mittlerweile so ohne klassischen Stürmer antritt, also so die mit versammelter Offensive im Mittelfeld. Wie wollen Sie darauf reagieren? Also, beziehungsweise ist die, und die andere Frage, ist vorne dieses zwei Stürmer, sind die jetzt, dürfen sich gesetzt betrachten oder wird da variiert, je nach Gegner? Nein, ich schaue mir das genau an, die Trainingsleistung, auch die Spielleistung, inwieweit die hungrig bleiben und auch da bereit sind, gegen den Ball zu arbeiten. Das machen sie bisher sehr gut.
Das ist ja immer die, also so eine Fußballerkrankheit, wenn man da mal ein bisschen Erfolg hatte oder ein bisschen eine gute Leistung gebracht hat in der Offensive, dass man dann meint, die Reihenfolge zu missachten und sich dann nur noch auf die Offensive konzentriert und nicht mehr bereit ist, mit im Mannschaftsverbund mitzuarbeiten, mitzuhelfen gegen den Ball, weil letztendlich war das der Schlüssel für den Erfolg in beiden Spielen. Ne? Sowohl gegen Augsburg als auch gegen Illertissen, da wir eigentlich so gut wie nichts zugelassen haben, weil die vorne sehr gut gearbeitet haben und dass es gar nicht so weit gekommen ist, dass wir in die gefährlichen Situationen kommen. Okay, gibt es da noch weitere Fragen? Peter Grazer, ich bin ja. Ja, Meldung, die Arbeit gegen den Ball war hervorragend. Die Steigerung binnen zwei Wochen für mich total überraschend. Und ist das nicht auch der Schlüssel grundsätzlich auswärts erfolgreich zu sein, die Arbeit gegen den Ball so weiter zu arbeiten? Ja, das ist die Basis. Wir haben ja angefangen hier und haben gesagt, in der Vorrunde sind 27 Gegentore passiert und dass das bis zum Saisonende, wenn man das jetzt weit hochrechnen würde mit allen Spielen, dass das so eben nicht reichen würde. Gegen Augsburg sehe ich es bis auf die ersten 25 Minuten und die zwei Kontersituationen in der zweiten Halbzeit eigentlich auch gut. Die Arbeit gegen den Ball, wir haben jeden Spielaufbau dann von Augsburg dann kontrolliert und verhindert. Und gegen Illertissen war es sehr gut. Das ist halt die Basis auch jetzt wieder gegen Bayreuth, dass wir da arbeiten, dass wir da nichts zulassen und dadurch auch mehr Chancen für uns haben, weil wir eben dementsprechend mehr Balleroberung haben. Und wir müssen halt gucken, nach Ballverlust, man wird nicht jede Spieleröffnung oder jeder Angriff zum Abschluss führen, dass wir nach Ballverlust sofort das Zentrum schließen, sofort die Mitte schließen, sofort umschalten. Das Umschaltspiel von Bayreuth ist sehr gut. Und da muss man wirklich gucken, dass man schnell die Mitte schließen und zumachen, weil da kombinieren sie schnell durch, haben keinen echten Stoßstürmer und da müssen wir einfach gewappnet sein. Okay. Danke. Gibt es da noch weitere Fragen? Dem ist nicht so. Dann bleibt mir noch, mich für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz zu bedanken, genauso fürs Zuschauen auf Jahn TV und Heiko, euch morgen viel Erfolg in Bayern. Dankeschön.